Hallo, Haldemeid. Hast du was für mich? Gib mir mal ein bisschen Zeug, Alter. Will nicht wieder durchs ganze Land hier reisen, um so eine komische Pflanze zu finden, ne? Die am Ende wahrscheinlich auch hier stehen würde. Aber ich, hier kann sich sie nicht aufnehmen. Schweinerei ist das. Kapitel 3, eine Bürde des Blutes. Auf dem Weg zum Alchemisten Vlaunen, der Hugo untersuchen soll, entdecken Amicia und Lukas ein Armenviertel, dessen Bewohner unter Quarantäne gestellt und vom Biss dezimiert wurden. Sie bekämpfen Söldner und Tausende aus den Tiefen strömenden Ratten, die Chaos und Zerstörung säten. In seinem Labor nannte Vlaunen Amicia die Beschützerin, ein Name, mit dem der Orden ihre Beziehung zum Träger der Makula betitelt. Nun wird es für die drei Zeit, erneut zu Hugo zu stoßen. Alright, dann lass uns mal zu Hugo stoßen. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört, was ist? Er hat nicht gut reagiert, er hat einen Anfall. Was? Was? Mutter! Du musst das beenden, wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Nachtschatten? Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Oh, es regnet überhaupt nicht. Alright, dann lass uns mal losgehen. Mieser Regen. Folge Lukas zum Metzgerviertel. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Muss erstmal wieder abchecken, wie das war hier. Okay, Stein. Stein. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudor ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Mhm. Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Die Insel. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Gib ihn nicht auf. Schade, dass man nicht springen kann, ne? Alles verschwunden. Wenn ich in die Hocke gehe, geht er auch in die Hocke. Da. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Ja, da ist die Hölle los, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, hier stinkt. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich mache hier nochmal einen kleinen Umweg, weil ich hier noch nicht war. Es kann natürlich sein, dass hier noch irgendwelches Zeug ist, das man eventuell noch brauchen könnte. Aber wir sind ja auch schon da. Ne? Da ist die Holdemaid. Hallo, Holdemaid. Hast du was für mich? Gib mir mal ein bisschen Zeug, Alter. Ich will nicht wieder durchs ganze Land hier reisen, um so eine komische Pflanze zu finden. Ne? Die am Ende wahrscheinlich auch hier stehen würde, aber hier kann sie sie nicht aufnehmen. Schweinerei ist das. Schweinerei, Alter. So, let's go. Alles klar. Bist du bereit? Guckt er mich an oder wen guckt er an? Er hat einen Silberblick, Freunde. Er guckt auf jeden Fall nicht mich an. Gehen wir. Dass sie das nie hinbekommen, dass die Leute einfach mal mich angucken, ja? Anstatt irgendwas anderes. So, wir verlassen jetzt sozusagen die Mauern. Ne? Die Mauern. Wir werden eingemauert. Sind wir jetzt in irgendeinem anderen Stadtteil oder was? Sieht so aus, ne? Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Ach so, das Metzgerviertel, verstehe. Ich habe alles geflügelt, das man sich nur wünschen kann. Ja, verfault. Alles hier. Saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich, ist klar. Ach, hört nicht auf diesen Lügner. So
deine Schweine stinken zum Himmel. Kümmer du dich um deine Hühner, du Großmaul. Mhm. Ja, das verfault hier alles, das Zeug. Das ist alles nicht geil. Fleisch hattet, habt ihr was verpasst? Aha. Ja. Ihr müsst das mal kühlen, Leute. Das könnt ihr doch nicht einfach da so hinlegen hier. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon. Ach du Scheiße, da hinten muss ich wieder durch die ganze Stadt, ey. Guck mal, was ist denn hier? Was habe ich da gefunden? 5 Stücke? Was für Stücke? Was denn für Stücke, Alter? Also irgendwo muss es hier natürlich noch eine Werkbank geben, ne? Wo ich so ein bisschen so Zeug herstellen kann. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen Gott. Bald, Mama. Ein Darm. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist denn hier los? Anscheinend nichts Gutes. Hier sieht's aus. Gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Aren. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Junge, lass mich durch. Ich muss raus hier. Go kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt er uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Wie, wohin? Ja, auf jeden Fall nicht da rein. Weil ich muss da rein. So, was muss ich jetzt machen hier? Ich komme da nicht lang. Muss einen anderen Weg finden. Vielleicht hier lang? Nee. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Was muss ich... Muss ich mit dem Typen hier reden, oder was? Vielleicht hier lang. Da ist deine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Auf was soll ich denn warten, Alter? Ich glaube. Oha! Das ist ein fucking Zauberer. Hier lang, Amicia. Mhm. Nice. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Ob hier jemand wohnt? Ja, keine Ahnung, ob hier jemand wohnt. In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Ja. Einfach reinspringen. Das ist das Ende, Freunde. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, alter Schwede. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, die daraus geboren werden? Nein. Wer wird denn hier aus was geboren, Alter? Materie, die sich verwandelt. Ich muss kotzen. Fast geschafft. Nicht ausrutschen. Ich wette, die rutscht jetzt nochmal ab, wenn die da hochklettert, Alter. Ach nee, doch nicht. Glück gehabt. Soll ich den Typen... Soll ich den hochheben? Nee. Nicht nur die Stiefel sind ruiniert, Alter. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Soll ich hier rüber? Wo geht's denn hier weiter? Ach, hier. Mach mal auf hier. Mhm. Schwefel. Mhm. 5 Stücke. Ich finde hier dauernd irgendwelche Stücke, aber ich weiß noch nicht, wofür das gut ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass man seine Waffe aufrüsten kann. Mhm. Der Karren steht im Weg. Der Karren! Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Nein! Oha. Die haben einfach mal alles zerstört, Alter. Nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an die Nachtschatten. Ja. Ja. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen davon herstellen, ne? Besser ist... So. Gibt's hier denn irgendwelche Fackeln? Fackeln im Dunkeln. Hörst du das?
sind immer noch Leute. Na klar sind hier Leute. Guck mal, da drüben ist ein Feuer. Die Feuer sind nicht hell genug, wir kommen nicht rüber. Ich hab da noch so ein. Ich hab da noch so ein Ding hier. Wir müssen nur gucken, dass der Radius groß genug ist. Ah! Sie wollen das Fleisch. Das Fleisch? Welches Fleisch? Ach, guck mal, hier geht's weiter. Hoppla hopp. Hoppla hopp, hoppla hopp. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Mhm. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können das damit ist noch mehr Salpeter, oder? Pökeln. Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Luke. Muss das noch woanders hin? Überall. Hä? Stadtbewohner? Warum kann man das denn? Warum kann man das denn mitziehen? Achso, das muss ich trotzdem da lang schieben, oder? Geht das? Ich weiß nicht, ob es an den Ratten liegt, aber auf jeden Fall muss das, glaube ich, mit. Oder muss ich hier irgendwo? Kein Bock, dass sie mich gleich hier catchen, Alter. Naja, komm, wir gehen mal weiter. Ich will es jetzt nicht herausfordern. Noch Salpeter. Ja. Wieder draußen ist noch Salpeter. Wo ist Salpeter? Was meinen die denn mit da draußen? Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Was sollte jedes Feuer löschen? Hä? Wo? Hier? Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Auf jeden Fall soll ich irgendwie das Feuer löschen. Ich habe aber gar keinen Salpeter, oder? Ich glaube, ich muss mit dem Kahn... Ach, warte mal. Guck mal, da ist auch noch so ein Viech. Moment. Hab ich gesehen. Geil. Okay, wir nehmen nochmal den Wagen. Vielleicht muss der auch woanders noch hin. Ich weiß es nicht. Schieb nochmal zurück, das Ding. Oder vorwärts vielleicht? Das ist nah genug. Das war richtig. Moment, ich nehme was mit. Ach so! Ach so, ich soll auf den Wagen schießen. Alles im Griff. Bleib hinten. Wieder alles im Griff. Oh. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, und jetzt weiter. Wo? Ich hoffe, wir finden hier unseren Kreuz. War da unten noch irgendwas? Nee. Außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Hier ist eine Truhe. Mit. Was haben wir? 5 Stücke schon wieder. Ich gehe mal davon aus, dass man mit den Stücken, dass man da irgendwas machen kann. So, waffentechnisch. Was ist das? Ein Messer. Oh, ein Messer im Schweinekopf. Also ich habe mir mal vorgestellt, zu der Zeit, also nicht zu der Zeit, aber ein bisschen früher leben, ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich hab noch 3 erwischt. Die haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Neue Raffinessen? Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Wie viel Speere hat er denn? Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ich hab gerade einen Speer abbekommen, glaube ich.
Und hier lang? Sieh nur, sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Mhm. Das sieht wirklich sehr nach Säubern aus. Scheiße. Hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Geh mal weg. Er exekutiert uns sofort. Wir oder sie? Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Ich hab doch irgendwas Neues, hab ich doch. Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Was soll ich herstellen? Drücke R1. Fertig. Huch. Jetzt schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Warte mal. Achso. Mein Gott. Tja. Hat geklappt. Mhm. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem. Verstörend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem. Danke. Oh, da ist noch mehr. Salpeter. Soll ich da reingehen oder soll ich einfach vorbeigehen? Weiß nicht. Ach, man kann da gar nicht rein. Voll bei den Ratten hier, Alter. Rattenschachmatt, ey. Na, kommen wir doch mal mit. Das ging schnell. Muss mal gucken. Halt. Okay. Okay. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Was zur? Warum killen die den denn nicht? Deshalb? Ja. Okay. Da ist nochmal was. Dann nicht. Kann man da einfach lang oder kommen dann die Viecher? Die sind ja schon ein bisschen beschäftigt, ne? Oh, guck mal hier. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Vaudan. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Ich habe schon wieder Stücke bekommen. Ich würde die gerne mal irgendwie einsetzen, diese Stücke. Du Stück! Kann man hier lang? Nee. Okay, jetzt habe ich das ausgelöst und jetzt? Jetzt machen die trotzdem nichts. Nochmal zurück. Oh, guck mal hier. Aha! Aha! Los, schnell. Wir sind ganz schnell. Alkohol. Geil. Endlich gibt's hier mal was zu trinken. Es ist natürlich immer noch die Frage, ob ich da hinten irgendwie hin muss, ne? Weil es kann ja sein, dass da noch was ist. Ich glaube, ich muss hier hoch. Da ist noch mal eine Truhe. Was ist das? Ein Werkzeug? Was für ein Werkzeug? 10 Stücke, ein Werkzeug. Ah, Bruder.
Ja, mit einer Werkbank. Wo ist denn die? Wo ist denn die Werkbank, Bruder? Gib mir die Werkbank, Bruder. Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Den Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles raus. Geil. Den Krug, Alter. Okay, kann ich weiter hier? Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Das Fallgitter ist unten. Das hier. Da hängt auch noch was. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich mach das mal nach unten. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Los geht's. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. Wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Okay. Jetzt, los! Ich komme! Lauf, Forrest! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir. Okay. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mhm. Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey. Über den Ossis, die haben auch an der Mauer angehalten. Ey, ich darf das machen, okay. Ich hab da die Erlaubnis. Wodorf scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr Wald sein. Ja, hier ist doch Waldrand, oder? Achso, kann man hier noch irgendwo hin? Nicht, dass ich hier wieder an irgendetwas vorbeirenne. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, ich gucke hier nochmal. Und ich meine, so ein Spiel muss man ja auch genießen ein bisschen, ne? Genießen, genießen. Wenn man nicht niest, dann genießt man nicht so. Also mal, kann der Typ mal abhauen? Alter, der hängt mir an den Socken. Wie so ein Irrer, Alter. Der geht gar nicht mehr weg. Es hätte mich sein können, dass hier wieder irgend so ein... So still hier. Verdächtig. Irgend so ein Kraut ist. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Kein Blut. Wo sind sie? Das muss ja nicht immer Blut geben, ne? Ui. Mhm. Wahrscheinlich hier wieder Halligalli gemacht. Hundertpro ist hier irgendwas. Und ich muss es finden. Ein Haus. Ganz schön dunkel, Alter. Wurde vor kurzem noch benutzt. Was wurde benutzt? Das Haus oder was?